Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence beim Voucher beim Nameless. Schön, dass ihr da seid. Es ist früher Morgen, wir machen heute einen Ausflug. Einmal gehen wir rüber zu unseren Nachbarn. Habe ich mir vorgenommen, und dann würde ich gerne nochmal nach den Adlerfedern schauen. Denn irgendwie wollen wir den Kleider ja schon noch sehen. Aktuell habe ich drei Hühnchen am Start, Level 6, 8 und 4. Hier brauchen wir was zum Futtern, hier auch. Schauen wir mal oben, ob das jetzt schon so weit ist. Oder ob ich da sparsam sein muss. Die machen wir mal hier rein. Hier nochmal ein bisschen Holz. Die machen wir hier rein. Ein bisschen Holz. Dann würde ich sagen, Holz lassen wir da, wenn wir on Tour gehen. Das kommt hoch. Mehr von dem habe ich nicht. Und die verbauen wir eben mal geschwind. Sodele. Bin gespannt, wenn wir unseren ersten Flieger gemeinsam machen. Ich habe nämlich heute Nacht eigentlich einen gehört, aber er wurde nicht auf der Map angezeigt. Das heißt, er ist außerhalb des mir bekannten Gebiets niedergegangen, der Gudele. So, guckt ihr das an. Auch hier wieder ein bisschen was fertig geworden. Dann muss ich mir überlegen, wie ich es hier genau haben will. Genauso muss ich mir überlegen, wie ich die Butze da genau aufbauen will. Ob die nochmal hochgezogen wird oder nicht. Ob das Glaswände werden, wird halt wahrscheinlich besser aussehen. So, pass auf. Dann haben wir die Geschichte erledigt. Einmal ganz kurz hier durchgeschnalzt. Das kommt wieder dahin. Das kommt hier hin. Oh, shitty. Ich baller die schon mal rein. Ich trinke gleich noch einen Schluck. Ich würde sagen, ich nehme die mal komplett mit. Zwei davon. Eine esse ich. Dann ist das erledigt. Gedüngt habe ich. Gewässert habe ich, glaube ich, auch soweit. Wie weit sind die jetzt rausgewachsen? Tomatenbeet 1 kommt langsam. Das hier braucht noch ein bisschen. Ja, bis wir zurück sind aus dem heutigen Tag, müsste das laufen. Ansonsten habe ich selbstverständlich dieses vierte Teil schon mal angekickt. Ein bisschen Strom ist schon mal durchgelaufen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Dünger wieder mit runter. Ne, habe ich nicht. Hier sind wir aktuell bei 52%. Ich würde sagen, wir kippen jetzt einmal durch. Und wenn wir zurück sind nochmal, und vielleicht schaffen wir es dann, dass dieses Teil heute fertig wird. Da kriege ich dann neue Pfeile, da freue ich mich auch. Oh ja, übrigens, ich habe unserem Bogen noch einmal Feuerkraft gegeben. Wir schaffen jetzt die 140er Bären mit drei ganz normalen Pfeilen. Das habe ich ihm nämlich mal gegönnt. Zack und zack und zack und zack. Die kommen soweit klar, bis wir zurück sind. Meine Werte sind okay, ich habe auf jeden Fall alles, was ich brauche. Gut, ne? Das hier machen wir bei den Nachbarn zum Aufmachen. Dietrich habe ich dabei und ich habe die Kletterhaken dabei für die Adlerfedern. Würde ich sagen, gehen wir mal los. Wir müssen aufpassen, es ist Oktober, Brunftzeit der Elche. Das heißt, wenn wir einen sehen, schießen wir einen an, dann nehmen wir die Mats nämlich gleich mit. Gut, das weiß ich gar nicht. Ich habe eine ein, zwei Offscreen-Runden gemacht, dass wir so weit kommen mit dem Fahrzeug, wie wir jetzt stehen. Das läuft durch, jetzt habe ich nicht geguckt. Doch, es wird hinhauen. Ich komme ja eh gleich nochmal zurück ausladen. Dann gehen wir da oben am Berg entlang und schauen nach den Adlern. So, und dann kommen noch zwei Teile vom Fahrzeug, die Reifen und dieses letzte. Und dann haben wir es. Und da freue ich mich jetzt tatsächlich tierisch dann drauf, wenn wir da mit dem Ding unterwegs sind. Ne? So, lass ich mal kurz rüberspähen. Strand des Leers, gut. Was wir auf keinen Fall liegen lassen, sind irgendwelche Erze. Außer Kalium, das lasse ich momentan. Oh, der ist Grant. Wenn der rennt, das ist Kalium, das braucht man nicht. Was hat er für Problemchen gehabt? Der eine steht draußen. Begrüßen sich die zwei gerade da am Ding? Er geht jetzt natürlich. Na, der scheint irgendwie in einem Todesloop gefangen zu sein, der Gute. Der ist darüber gerannt, was meistens ja ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass er irgendwo. Das war ein Treffer. Jetzt ist er rein. Den haben wir. Sind die anderen beiden wahrscheinlich gerade drin, ne? Hat er oben rausgeguckt? Das macht er ganz gern. Hä, der hat oben rausgeguckt. Ich will dem seinen Rucksack hier. Wo ist denn der da oben irgendwo?
Na gut. Wo haben die die Claim aus? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, da willst du nicht treffen, Digga. Da ist ja gar kein Fenster. Ich kenne eure Base mittlerweile. Aber am liebsten würde ich dir die Granate jetzt hier hochschießen. Aber die brauche ich unten. Für deine Tür, großer Meister. Das habe ich auch noch nicht. Ach ja, ich habe ja den Bogen aufgewertet. Dann kriege ich die jetzt auf, ohne dass ich nochmal klopfen muss. Scheiße. Ja, nehmen das. Jetzt kannst du zukünftig mit zwei Granaten das Ding einfach aufmachen. Das finde ich ziemlich cool. Vielleicht ist er deswegen gerannt, weil sein Kollege erschossen worden ist. Jo. Okay, ist nicht so ergiebig. Hier gucke ich immer wieder. Jetzt habe ich reingeguckt, aber schon gar nicht mehr drauf geguckt, ne? So, was haben wir? Boah, die drei Dinger sind in Ordnung, da freue ich mich drüber. Hab da Fett eingeschmolzen. Ja, das können wir dann gleich noch abwarten, das ist gleich durch. Hier ist soweit klar. Hier ist nichts. Ah, es war jetzt ja die Hölle, aber okay. Schön, da freue ich mich drüber. Ja, also das hier ist immer ziemlich cool. Und natürlich die Muni ist cool und das, der Rest ist so okay, ja. Weil es halt, es gibt's halt. Jetzt pass auf, bevor wir hier Zeit verlieren, ich würde lieber und Tour gehen. Ich kann ja nachher, wenn wir Zeit haben, nochmal rübergehen. Kleine Kistenlootrunde. Und wir bringen jetzt die Sachen nach Hause und dann gehen wir mal schauen, ob wir den Adler heute finden. Gleich nochmal Muni nachfassen. Hier brauchst du nichts. Überleg mal, wie lange am Anfang ich gebraucht habe, ne, mit Aufschlagen, allem drum und dran, damit das Ding hier funktioniert. Und jetzt gehen wir rüber, farmen es einfach ab. So, den mache ich jetzt weg, das ist für mich angenehmer. Die Banditen sind, glaube ich, da habe ich nämlich geguckt heute Nacht, die sind irgendwo hier heute stationiert. Ich glaube, da hat man das Feuer gerade noch gesehen. Jetzt holen wir uns kurz ein bisschen Munition. Wenn wir einen Flieger hören, geben wir uns natürlich die Location, wo er ist. Wie gesagt, ich glaube, die sind dann auch irgendwann weg. Das heißt, die kannst du nicht ewig liegen lassen. Ja, aber es läuft halt ziemlich routiniert jetzt. Es ist halt tatsächlich irgendwann ein Punkt erreicht, wo du weißt, wie du was machen musst oder wie du vorgehen willst. Ich habe übrigens auch einen dritten Generator schon mal hingesetzt. Denn wenn ich eine richtige Farmrunde für Fett mache, dann kann ich drei Stück laufen lassen, ne? Was ziemlich, ziemlich cool ist. So, pass auf. Das Wasser mache ich jetzt hier einmal raus. Ich gebe uns nochmal... Also, das muss ich jetzt kurz machen. Ich gebe uns hier nochmal Holz rein. Wo ist es denn? Ich brauche es hier oben, sonst sehe ich es nicht. So, hier haben wir auch nochmal Fett. Der läuft ja, ne? Das heißt, ich kippe die schon mal hier rein. Dann haben wir da die Geschichte. Zack. So, wie weit sind wir gekommen mit dieser Ladung vorhin? Wir sind jetzt bei 72%. Jetzt lassen wir es mal aufticken. Zwei Generatoren müssten laufen. Der ist bald durch. Dann lassen wir die jetzt durchlaufen komplett einmal. Bis wir zurück sind. Und dann hole ich wieder neues Fett. Weißt du? So, machen wir das Leder rüber. Brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die da kippe ich mal ganz kurz hier ein. Kupfervorrat. Ihr seht also, auch hier war ich fleißig. Von dem finde ich mittlerweile wirklich genug Eisen. Und... Kalium läuft, weil ich es unten in der Maschine produziere. Also da haben wir auch keine Probleme. Ne? So, dann habe ich die vier Flaschen hier. Wir trinken zweimal. Das lasse ich mal hier. Das lasse ich hier. Zack, zack, zack. Das gönnen wir uns hier drüben. Das kommt hier dazu. Das bringe ich dann später hoch. Wir haben sogar noch einen Dietrich, wenn wir ein bisschen Glück haben heute. So, Leute. Dann könnten wir so, wie wir es hingehen. Wir haben uns ja um alles bemüht. Aktuell Strom 325. Warte mal, ich lasse den hier doch aus, damit ich den später zum Steuern habe. Das heißt, wir laufen jetzt mit zwei zusätzlichen Strom. Gut. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Von hier aus, genau. Ich glaube, das sind 140. Und dann können wir es gleich mal testen mit dem Bogen. Steht ein Reh, das würde ich aber leben lassen. So, einmal die Pfeile umschalten. Eins. 2. Ist ein 180er. Beim 180er muss ich nochmal nachschießen. Aber wenn ich den Bogen nochmal aufwerte, könnte es eventuell klappen. Ich würde es feiern.
Wie gesagt, den Bogen spiele ich gern. Ich habe auch mittlerweile schon mal drüben mit dem Bogen die Banditen gemacht. Brauche ich nur ab und zu ein paar mehr Pfeile, weil ich da oft mal verschieße. Das hier, ist das dann der 140er? Oder das Hühnchen brauche ich für Pfeile, bis meine rausgewachsen sind? Wo rennt's denn hin? Okay, jetzt ist der Bär abgelenkt. Wo ist denn das Hühnchen jetzt hingerannt? War das nicht gerade hier irgendwo? Ich glaube, der Bär. Ich probiere ihn trotzdem. Ist auch ein 180er. Ja, aber okay, funktioniert. Jetzt überlege ich nur gerade, wenn wir jetzt da hochgehen wegen dem Puma, ne? Weißt du was? Ich gönne mir mal eben gerade jetzt hier in der Ecke. Ne, das Reh ist da oben. Vielleicht sollte man das auch noch mitnehmen. Na, jetzt läuft es weg. Obwohl, mit einem guten Schuss. Nimm das, probier's. Ja, es war kein guter Schuss. Was war ein Treffer? Also war er halb gut. Es hätte nur einmal besser gehen können. So, hier komme ich natürlich nicht drum rum, dass ich auch die Erze mitnehme. Hände waschen noch, bevor wir hochgehen. Auf den Puma gleich aufpassen und dann ist gut. Also hier habe ich auch mal ganz viele Erze an den zwei Hügeln unten. An der Platte habe ich immer, da habe ich immer Erze. Also immer wieder mal, nicht immer ständig, aber doch schon sehr viele. Gehen wir mal hier durch. Bogen gleich ausrüsten. Den machst du wieder mit der Schotti. Der gibt ja auch Fett, weißt du. Gut. Mal gucken, ob wir Adlerfedern finden. Wenn ich es richtig weiß, brauchen wir, glaube ich, 6 Stück. Haben wir wieder Wetter. Letzter Sommer ist Oktober. So, jetzt langsam. Der Pumi kann nämlich hier schon sein. So weit unten habe ich ihn schon mal gehabt. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, in welche Richtung, ne? Am besten. Boah, wir gehen einfach jetzt hier hoch und dann laufen wir am Schnee entlang. Ich hoffe, dass es nicht zu kalt wird. Weil ich habe meinen Winterkittel nicht dabei, sondern meine schutzsichere Weste. So, ja, was machen wir? Keinen Kopf wegen den Federn für meine Pfeile. Ich kriege ja jetzt dann sehr, sehr viele. Ich habe 3 Hühnchen, die jetzt bald fertig sind. Der Elch. Renn lieber. Wenn der dich verstaucht, ist vorbei, ne? So, ich laufe schon mal ein bisschen weiter, dass ich 2 Pfeile reinmachen kann. Beim zweiten Mal pfeifen. Da hinten sind die Banditen dann. Aber die lassen wir. So. Schon mal eine gute Jagdausbeute heute. Was habe ich denn alles auf meine Liste geschrieben? Nachbarn haben wir schon erledigt. Adler, ja gut, das war halt das, was ich heute mal machen wollte. Bis irgendwann der nächste Flieger mal runterkommt, ne? Ich bin gespannt, welche Teile wir jetzt dann brauchen werden. Wie viele Pfeile haben ich noch? 22. Dann bleibe ich mal auf dem Bogen. Hände habe ich gewaschen. Der Elch haben wir gemacht, sehr geil. Da oben ist er doch gerade geflogen, gell? Kann aber auch sein, dass es diese Zugvögel hier waren. So, wie viel Grad? 3. Wie viel Resistenz habe ich? 5, 5 minus. Ich gehe mal. 1. So, hier habe ich ja keins gesehen gehabt. Minus 1 Grad, aber ist immer noch okay für uns. Hier war mal eins irgendwann. Das ist aber halt schon eine Ewigkeit her, ne? Dass ich das hier gesehen hatte. Wir laufen einfach mal weiter jetzt die Gegend. Wir können auch demnächst mal am anderen Schneeberg gucken. Hier achte ich ein bisschen drauf, wenn ein Puma kommt.
Wenn ich es nicht ab und zu ablaufe und danach schaue, wird es ja nichts. Ne? Sonst, weil den Kleider hätte man schon gern wenigstens einmal gesehen, oder? So weiter, wie sind deine Werte? So weit, okay, ich glaube, da vorne sehe ich was. Mach langsam hier. Ne, habe ich mich getäuscht. Wenn wir Pech haben, stürzt er mir hier runter. Ja, ich mache das jetzt heute noch einmal so. Und demnächst werde ich euch irgendwann einfach reinschneiden, wenn ich es mal gefunden habe wieder. Ich glaube, die haben auch feste Plätze, wo die entscheiden können. Ich kenne aber noch nicht so viele. Machen wir jetzt auf dem Rückweg gleich noch ein paar Wildtiere für Strom, sag ich mal, für Fett. Weil dann kriegen wir heute das Teil fertig gebaut. Und wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich wieder Schwarzkristalle. Und dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir diese zweite Butze aufbauen. Das sieht nach Obsi aus. Wir gehen nachher mal in die Richtung weiter, bis irgendwann eine Begrenzung kommt. Das sieht nach Obsi aus. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe. Jo. Obsi, Leute. Unser erstes. Vier Stück. Bogen. Und ab ins Gebiet nochmal. Hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob da irgendwo ein Puma ist. Das sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger machen. Zumindest so, dass ich was höre. Ich glaube, da unten war unserer immer, gell? Aber ist doch auch mal schön, hier im Schneespaziergängler zu machen. Im Moment sehe ich es nirgends. Wo ist da unten der Puma? Mache ich jetzt nur mit, wenn es nicht anders geht. Vorhin habe ich ihn von ganz weit weg gesehen. Der Wolf. Oh, da war nix. Digga, bleibt wegen Puma. Da vorne ist er, gell? Jo. Wie viel Leben hatte der nochmal? 180, das wären vier Pfeile. Das ist mal gerade ein bisschen zu viel. Keine Adlerfedern. Naja, wenigstens haben wir es probiert. Ich weiß leider nicht, wo die Spawnstellen alles sind. Ich kann da ja beim nächsten Mal ein bisschen vielleicht auch nachgucken. Ich habe auch schon lange keinen mehr fliegen sehen, fällt mir gerade so auf. Vielleicht sollte ich einfach dann hochlaufen, wenn er bei mir gerade an der Ecke ist und fliegt, ne? So, meine Lieben, bis hierher war die Chance. Wir gehen zurück. Vielleicht haben wir Glück, ins Flugzeug kommt heute noch. Wo gehen wir denn hin? Zurück. Dahin müssen wir. Ja, dann gehen wir jetzt hier runter zum See. Oh, da hinten ist nochmal der Erz. Ich glaube, blaues. Wo war denn der Wolf jetzt? Bär? Hat er sich jetzt verpieselt oder was? Hauptsache 10-mal daneben schlagen, aber Kalium lassen wir nicht mehr liegen, ne? Das brauchen wir immer. Kein Adlergebiet zu sehen für mich. Den Bär lasse ich jetzt in Ruhe. Ist das überhaupt der See? Ne, ne, ich bin komplett woanders gerade. Ja, ist der andere See, so ein kleiner noch. Wir müssen weiter links, aber ich kann ja schon mal runterlaufen zu dem. Kiste. Hat was geknurrt? Zwei Sprit, bedanke ich mich. Aber guck mal, dann waren wir hier in der Ecke auch mal.
Ist auch ein schöner See. So, meine Base ist da hinten. Der große See von uns ist da vorne. Die Banditen waren an der Flussmündung. Dürfte eigentlich hier alles safe sein, bis auf Wildtiere. Hier waren wir auch schon mal, ist aber schon eine Weile her. Sag mal, 180er Bär, kostet mich zu viel Muni. Ganz oft haben die auch nur ein Fett dabei. So, die Büsche und so, die lasse ich stehen, ne? Also da habe ich momentan, bin ich im Einklang offscreen, wenn ich das hier so farm, das Zeug. Oh, sind wir aber doch ziemlich weit raus jetzt hier oben. Den nehmen wir mit. Dann habe ich mein Fett, dann haben wir Strom. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt daheim sind, dürfte mit ein bisschen Glück genug drin sein, dass wir das Teil fertig bauen können. Ich würde es feiern. Wolf nehmen wir mit. Komm her, Stingerle, ich brauche der Fett. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob wir morgen kurz runtergehen, das mit der Höhle gleich erledigen. Weißt du, diese zweite Base am zweiten Aufgang und von dort aus haben wir ja dann die Möglichkeit, auch einen schönen Loot-Ausflug heimzumachen. So, ich muss meine Hände waschen. Bergkuppe ist immer scheiße. 25, aber das Hühnchen hätte ich schon gern gehabt. Ist jetzt wegrannt. Ja, was haben wir hinten? 140, ja, den könnten wir eventuell mitnehmen. Aber das Hühnchen ist weg, ne? Aber unsere sind bestimmt rausgewachsen bald. Gut, wie viel Fett habe ich denn jetzt eingesammelt? 16, das ist ziemlich cool. Da kriege ich einiges damit angestellt. Oh, ich sehe gerade ganz viele Erze, Leute. Die holen wir jetzt alle. Ich bin so froh, wenn ich sie finde. Wobei ich muss sagen, ich finde schon genug Erze. Es ist nicht so, dass ich nichts mehr finde. Und es ist auch okay, dass in unserem Gebiet viel Eisen ist. Dann können wir immer wieder mal einen Dietrich machen. Das ist alles schon recht so. Das Einzige, was ich halt jetzt im Moment Gott sei Dank noch nicht herstellen muss, auf die neue Art, sind die Platinen. Und wenn wir aufwerten wollen und so Zeugs, dann müssen wir da irgendwann auch ran. Das hinten ist ein Kalium, das lasse ich liegen. Oder war es jetzt ein Eisen? Manchmal tue ich mich schwer, das zu erkennen. Nee, das brauche ich nicht. So, hatschen wir heim. Oh, shit, ja, habe ich ganz vergessen, wir sind bei der zweiten Jägerbase. Bei der großen. Bei der eigentlichen. Es wird dunkel, gell? Ja, ich will jetzt mich mit denen nicht unbedingt anlegen. Das machen wir ja die Tage eh nochmal. Bevor wir dann irgendwann schließlich mit dem Fahrzeug hinfahren. Wenn ich mir überlege, wie am Anfang, wenn du neu anfängst, eine Weile nicht gespielt hast, wie vorsichtig man alles macht und wie irgendwann das Gefühl plötzlich dann da ist. Zumindest so halbwegs. So, hier, geh mal rüber. Oh, schön. Selten am Moment gerade irgendwie gefühlt. So, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen heute nochmal einen Elch. Schön, schöne, gute Mischung, Loot. So, kurz abchecken wegen Viechern. Nehmen wir mit. Hey, es sind sehr, sehr viele Erze. Wenn wir jetzt früh unterwegs gewesen, also wenn wir jetzt noch früh hätten, würde ich auch die Steine alle noch ein bisschen genauer abgucken, aber ich will jetzt zurück und will gucken, ob wir das Teil gebaut kriegen. Den nehme ich noch mit. Ei, Digga. Dann haben wir jetzt wirklich genug Fett für fast drei Maschinen. Es sind nämlich nur noch zwei Teile. Dann haben wir unser Auto. Da müssen wir natürlich gucken, wie viel Sprit frisst es, wie schnell geht es kaputt. Sehr schön, hinten dran ist gleich nochmal ein Eisen. Wenn es noch hell ist, laufen wir gleich die Dietrichstelle noch ab. Drüben ist ein Kalium, das lasse ich. Das
Langsam kannst du dir die Knochen brechen. Bär? Nee, ist ein Schwein. Schwein lass mal. Den nehme ich jetzt noch kurz mit. Hände waschen. Den haue ich mir mal kurz rein. Das haue ich mir mal kurz rein. Ein Riegler haben wir keinen gefunden. Gut, weiter geht's. Das Wasser hätte es ersparen können. So. Naja, da werden wir jetzt Pech haben mit Dietrich Plätzchen, weil jetzt sehe ich ja fast nichts mehr. Aber wir sind zurück. Wir hatten einen schönen Ausflug. Nicht so viel Glück mit den Adlerfedern, aber das kommt auch noch irgendwann. Den nehmen wir auch noch mit. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Strom fürs, für auf jeden Fall das vierte Teil dürfte fertig werden. Und ich glaube, wir hätten jetzt sogar Strom, um das fünfte schon ein bisschen weiterzubringen. Achso, wir müssen erst die Mats reinhauen. Hier bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Drüben ist ein Bär bei uns. Den würde ich vielleicht kurz wegmalen. Na, schade. Ist auch noch dunkel. Jetzt sehe ich den Pfeiler wahrscheinlich nicht. Ne, Dickerle, bleib mal oben. Das letzte bin ich irgendwann das erste Mal, seit ich spiele, so weit gewesen, dass ich beim Pfeile herstellen ein zweites Deck angefangen habe. Da war für mich klar, jetzt haben wir so langsam ein bisschen die Routine, wie ich dann auch in mein Zeugs komme. Ich spiele unheimlich gern mit dem Bogen in dem Spiel. So wie es hier mache ich immer so ein paar, ich hole die nicht immer alle. Wir sind mittlerweile ja an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr so viel von dem Zeugs brauchen. Außer Brigettes vielleicht, aber da bin ich jetzt auch nicht so versessen drauf. So, kurz bei der Hühnchen geguckt, was ich da gleich machen muss. Schöner Ausflug. Hier haben wir 10er, 6er und 8er. Das ist noch okay. Ja, da ist noch alles gut. Ist auch nur eins drin. So, dann lassen wir der Vater kurz gucken, was wir hier haben. 7. Und die Aufwertung hat sich gelohnt, dass es schneller läuft da unten. Das war auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, einmal eben hier Holz. Aber ich habe gar kein Holzkult. Ja, da habe ich aber auch vielleicht ein kleines bisschen zu viel Holzkult über die Zeit, dass ich teilweise gar keinen Bock mehr drauf habe, ne? So, Fett rein. Alter, ist das erste Mal, dass das Ding voll ist mit Wahnsinn. Was mache ich mit dem ganzen Glabuse? Naja, ich guck mal, was ich hochbringen kann. 1500 Strom, ja, es wird nicht ganz reichen, aber ich kick's mal an, Leute. Ich kick's mal an. Fortsetzen, 72%. Der ist aus. Da ist auch kein Brennstoff mehr drin. Den mache ich jetzt an. Habe ich hier noch? Nee. Gut, dann fangen wir mal an wegräumen. Zack, zack. Nee, wir haben ziemlich gut Pfeile rausgebollert. Mache ich schon mal ein paar nach. Zack, zack. Dann haben wir das Seil, Platine. Das geht mit hoch. Ne, das hier. Trinken musste nicht, essen musste. Ich kann aber trotzdem. Nee, warte mal geschwind. Machen wir einmal hier kurz den Küpferle. Die Geschichte. Und die Geschichte. Also das hat sich schon mal rentiert. Ist der schon aus jetzt? Nee. Wir sind bei 82%. 900 Strom haben wir nur noch. Jetzt überlege ich gerade. Wenn jetzt unser Fett durchgelaufen ist, ich die drei Dinger anschmeiße, wäre es erledigt. Tomatenbeet ist fertig. Zwei Stück. Kümmere ich mich offscreen drum. Das heißt, wir werden den Tomatenvorrat wieder aufstocken. Das finde ich ziemlich gut. So machen wir das einmal so. Dann machen wir das einmal so, so. Und das machen wir jetzt einmal eben so. Ja, guck mal, vielleicht machen wir das heute noch fertig. Ich hätte schon Bock drauf.
viel habe ich denn schon? 4? Naja, 4. Ist gerade fertig, oder? Hier haben wir 4, dann mache ich hier als nächstes rein. Ich kick den schon mal an. Wie weit sind wir denn jetzt weg? Ey, noch 10%. Dann machen wir das morgen vielleicht zu Beginn der Folge fertig. Beziehungsweise, ich mache mal eine kleine Blende. Ich lasse nochmal volllaufen, den Stromspeicher. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Im Moment sind wir bei 99%. Es ist noch Strom drin. Yes, Baby. Ich habe es jetzt aber auch beschleunigt. Die Dinger laufen auf Hochtouren. Mache ich mal aus. Mache ich mal aus. Fett läuft aber noch genug durch. Also Sprit haben wir auch. Leute, wir haben jetzt 4 Teile von 6, die wir brauchen. Das hier ist das nächste. Wir brauchen 8 Schrauben, 4 von den Premium-Teilen. Ja, standardmäßig, aber weißt du, was witzig ist? Vom Gefühl haben wir es ja schon gewusst, ne? Hier. Das ist schon ziemlich geil. 8 Schrauben. Das heißt 48, 48, 16. Jo. Also, die Schrauben sind schon klar, das andere Material ist klar und die Premium-Teile. Das heißt, ich werde hier weiter mich bemühen, die Sachen durchzuschmelzen. Mal gucken, was ich auf morgen vorbereiten kann. Ich würde aber gerne die Höhlenrunde dran nehmen, es sei denn, ich erwische in meinem Offscreen irgendwo den Flieger. Dann würde ich euch dann reinholen, dann machen wir den Flieger. Falls ich keinen erwische, tauchen wir morgen runter und gehen auf der anderen Seite oben wieder raus, ja? Bauen die kleine Hütte auf und farmen uns dann lootend zurück zur Base. Und ich schaue mal, ob ich Offscreen dieses letzte Teil noch vorbereitet krieg. Ich fände es geil, weil dann sind wir nämlich wirklich fast durch und können endlich mal Auto fahren. Krass. Sehr genial. Leute, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Ich werde da sein. Ich freue mich auf euch. Bis dann.